Ja, moin zusammen. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Und ich wollte euch etwas nicht vorenthalten. Eine kleine Sneak Preview vom Mercedes EQC am Bremer Straßenrand. Den habe ich gestern zufällig hier bei mir um die Ecke, da wo ich wohne, am Straßenrand parken sehen. Und dachte ich mir, ja, steig's mal aus und guckst du den mal ein bisschen genauer an und habe auch ein paar Bilder gemacht. Die möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Bleibt dran. Ja, der EQC, der neue elektrische Hoffnungsträger von Mercedes-Benz, wird ja in Bremen gebaut. Und das heißt also, hier in Bremen wird es Leute geben, die bei Mercedes arbeiten und diesen Wagen schon auf der Straße bewegen können. Und so ein Fahrzeug ist das hier auch gewesen. Also es war sozusagen noch ein Testfahrzeug. Interessanterweise und irgendwie auch sehr, sehr niedlich. Dieser Wagen wurde wohl von dem Daimler-Benz-Mitarbeiter für eine Hochzeit verwendet, denn der hatte noch links und rechts an den Außenspiegeln so schöne rosa Schleifchen dran. Also wer auch immer den Wagen gefahren hat, nochmal alles Gute, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit und es gibt wirklich schlechtere Autos, um damit zum Standesamt oder zur Kirche zu fahren. Was ist mir aufgefallen an dem Wagen? Also er sieht schon auf den ersten Blick so aus wie eine Weiterentwicklung des GLC, also des SUVs von Mercedes, nur eben hier in der elektrischen Variante. Vorne der markante Kühlergrill, den finde ich ziemlich auffällig und vor allem auch sehr merkwürdig, dass er im Prinzip auch die Funktion eines Kühlers wie beim Verbrenner übernimmt. Denn die Kühlrippen vorne, die sollen wohl die Luft in den Frontmotor lassen, dass der gekühlt wird. Dann ist mir aufgefallen im Interieur, dort haben wir dieses MBUX-System quasi, was auch in der A-Klasse verbaut ist. Hier ist es noch nicht so gut zu sehen, aber jetzt hier in dieser Einstellung sieht man es ganz gut. Das ist also dieser lange Monitor, der eigentlich aus zwei Displays besteht, die getrennt voneinander sind und die kann man sicherlich irgendwie auch konfigurieren. Hinter dem Lenkrad die Rundinstrumente und daneben das Navi. Dann war sehr interessant, dass in der Mittelkonsole, die Mercedes-typisch sehr wuchtig und massiv ist, zwei Aufkleber waren. Und zwar der eine, da stand drauf, beim DC-Ladevorgang nicht im Fahrzeug aufhalten, mit zwei Ausrufezeichen. Sehr interessant. Was kann das bedeuten? Also vielleicht ist dieses Fahrzeug von den Leitungen her noch nicht so abgeschirmt wie die Serie, sodass dort vielleicht ein Risiko besteht, wenn man sich beim Laden im Auto aufhält. Sei es ein Risiko von Stromschlägen oder ein Risiko von zu hoher elektromagnetischer Strahlung. Man weiß es nicht, was das bedeuten soll. Wirft natürlich auch Fragen auf, was das dann für die Serie bedeutet. Und ein zweiter Aufkleber, Achtung, kein IS-Test durchführen. IS-Test. Was könnte das denn sein? Fällt mir jetzt nicht so ein. Vielleicht weiß das jemand. Falls jemand bei Mercedes arbeitet und das hier sieht, kann er mir einen Kommentar drunter schreiben. Was gibt es noch zu sehen? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, um mal unter das Auto zu gucken, um mir ja den Unterboden anzuschauen und zu gucken, wie der Akku verbaut ist. Das fand ich wiederum sehr interessant. Nicht unbedingt im positiven Sinne, denn wenn ich mir das so anschaue, dann sieht der Akku aus, als sei er im Prinzip unter den Unterboden geschraubt. Da ist dann noch so eine Kunststoffabdeckplatte drum, dass man da irgendwie noch so eine Abdeckung hat, dass das nicht nur so ein Kasten ist. Also irgendwie sieht es so aus, oder es ist ja auch sogar so, dass der EQC auf derselben Plattform basiert wie der GLC und der Akku wird irgendwie drunter geschraubt. Und ein Mercedes Insider hat mir verraten, dass dieser Akkublock von Mercedes so massiv und steif ist, dass wenn die den Akku drunter schrauben, also quasi an diesen vier Aufhängepunkten oder sechs oder wie viel es auch immer sind, dass dann die Karosserie quasi in Form gezogen wird, weil der Akku so steif ist. Also wenn es da in der Karosserie irgendwelche Abweichungen gibt, dann knirscht es richtig, weil der plane Akku die Karosserie so anzieht und quasi theoretisch noch verformt. Der ist so steif, da ist es wie Stahlträger im Prinzip. Naja. Okay, also sehr interessante Vorschau fand ich. Ich habe den Wagen ja vorher noch nie live gesehen, immer nur auf Bildern oder auf anderen YouTube-Videos und konnte mir mal halt so ein paar Details angucken, gerade was mich so interessierte. Und ich wollte euch das jetzt nicht vorenthalten.
Es ist jetzt kein spektakuläres Video, aber ich fand es trotzdem sehr interessant und ich freue mich schon drauf, wenn der EQC vielleicht Ende diesen Jahres wirklich auf deutschen Straßen zu sehen ist, also richtig auch zu kaufen ist. Und wenn ich ihn mal Probe fahren darf, da bemühe ich mich natürlich, dass ich da, sobald es den gibt, da auch mal eine Runde mit drehe. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und ansonsten bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.